Ein Jubiläum steht an. Bereits zum 15. Mal findet die Lange Nacht der Theater in Hannover statt. Von Oper über Kabarett bis Comedy ist alles dabei, was das kulturelle Herz begehrt. Besonders toll? Die Aufführungen finden in den verschiedensten Spielstätten in Hannover statt. Besucher können diese entweder zu Fuß erreichen oder sich mit einem kostenfreien Östra-Kulturbus hinbringen lassen. Und das alles in einer Nacht? Tanja Schulz vom Staatstheater Hannover zeigt Ideen auf, wie diese Vielfalt zu bewältigen ist. Alle Formate, die man im Theater findet, sind ja abgebildet. Und das bedeutet natürlich für Zuschauer so die Qual der Wahl. Das heißt, man guckt auch, was man mag, woran man Interesse hat oder wo die Vorlieben liegen oder ganz im Gegenteil, was man einfach noch nie gesehen hat. Wenn es zum Beispiel ein performatives Laboratorium in der Eisfabrik gibt, dann klingt das natürlich total spannend, dann kann man auch einfach mal auf Verdacht hingehen. Bewährtes soll bleiben, vieles wird aber auch neu sein. Dazu gehört unter anderem das Plakatdesign, das die Nacht der Theater präsentiert. Doch auch vor Ort wird es viel Neues zu entdecken geben. Kulturdezernent Harald Herke verrät nur zwei Punkte, die die Besucher dieses Jahr überraschen werden. Wir werden Essen hier haben auf dem Hof, was es sonst auch so in der Form nicht gab. Es wird ein Format geben, das offene Sofa, wo im Prinzip Menschen wie Sie und ich versuchen können, selber mal zu schauspielern oder mal komödiantisch etwas zu zeigen. Das ist zum Beispiel im Rahmenprogramm neu. Doch nicht nur das Rahmenprogramm wird aufpoliert. Auch Desimus Spezialclub ist zum ersten Mal dabei. Wir werden bei der Langen Nacht tatsächlich Sebastian Krämer ganz besonders gut kennenlernen. Ein großartiger, für mich grenzgenialer Klavierkabarettist und letztendlich sehr, sehr komisch und hochkarätig. Dazu kommt ein Überraschungsgast, den verraten wir nicht. Der wird aber überhaupt nicht dazu passen und das wird sehr, sehr lustig. Ich moderiere das Ganze, auch das wird Spaß machen, hoffe ich. Und dazu haben wir noch Zauberkünstler. Diese Vielfalt spiegelt sich in der gesamten Langen Nacht der Theater wider. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Für 15 Euro gibt es ein Einlassbändchen, mit dem die Transferbusse genutzt werden können, sowie zwei Tickets für ausgewählte Vorführungen. Am 28. Mai um 18 Uhr geht's los.